und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Heute mit einer neuen Inkscape-Ausgabe. Ja, einer eurer Fragen war, wie kann ich eigentlich ein Foto zerschneiden? Ursprünglich schaut das ganze Bild ja so aus. Hier das Ursprungsbild, das Originalbild. Ja, und ich bin dann hergegangen und habe hier das Ganze in Streifen schneiden wollen. Habe das jetzt ein bisschen plakativ für euch hier so unten hingelegt. Und hier habe ich einzelne Filter drüber gelegt. Ihr seht, dass das in einzelne Teile. Ja, und wie man dieses Foto eben zerlegt, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ja, beginnen wir gleich einmal mit dem Originalfoto. Ich lösche das Ganze da im Hintergrund weg. Wir ziehen uns dieses Bild rein. Wenn ihr auch dieses Bild verwenden möchtet, Link zu diesem Foto findet ihr in der Beschreibung. Und dann beginnen wir gleich mit einem Rechteck. Das ziehen wir uns jetzt dort so drüber. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache, wollt ihr so große Teile haben oder wollt ihr es nur halbieren, dieses Bild. Ich sage, ich möchte eher schmälere Streifen haben, zu viel auch nicht. Ich möchte es euch nur demonstrieren, die Technik bleibt ja dann die gleiche. Dann gehe ich her nach meinem ersten Rechteck, ich lasse das Bild unten ein bisschen rausschauen, sage Steuerung D, drücke die Steuerungstaste und ziehe mir das dann so weg. Und mit dem Magnetwerkzeug, mit dem automatischen, könnt ihr direkt anschließen. Das wiederhole ich jetzt, so oft ich das Ganze möchte. Steuerung D und ja, das letzte Teil sparen wir uns wieder. Jetzt zähle ich die Teile ab. 1, 2, 3, 4, 5 Teile habe ich hier. Und das heißt, ich brauche von diesem Bild hinten 5 Abzüge. Das heißt nochmals 4 Duplikate. Da sage ich Steuerung D, D, D und D. Jetzt habe ich das 4-mal dupliziert. Jetzt gehe ich mit den Bildern, da seht ihr Objekt auswählen. Hier könnt ihr die Fotos ganz nach unten absenken, bis eben wieder unsere Streifen erscheinen. Ich markiere dieses Bild, drücke die Shift-Taste und das erste Teil, also den ersten Streifen. Und sage Objekt, Ausschneidepfad, setzen und wir haben bereits unser erstes Teil. Markiere wieder unser Bild, drücke die Shift-Taste, gehe Objekt, Ausschneidepfad, setzen, wieder mit der Shift-Taste, Objekt, Ausschneidepfad, setzen. Ja, und so könnt ihr euch nach vorne handeln, Objekt, Ausschneidepfad, setzen und einmal noch das Ganze. Und das war das letzte Teil. Markiere zum Beispiel dieses erste Teil, gesagt Filter, unter Bildeffekte findet man schöne und hilfreiche Werkzeuge an, Filter, Bildeffekte, das Altern, dann könnt ihr die einzelnen Streifen noch bearbeiten. Was haben wir da noch Schönes? Bildeffekte, die Filmkörnung ist noch ganz nett, denn das Gesicht wollen wir so original lassen. Da kann man jetzt wieder zum Beispiel beim vierten Bild den Weichzeichner versuchen, Bildeffekte, der Weichzeichner und beim letzten können wir das noch einmal altern, Bildeffekte altern. So haben wir eine schöne Möglichkeit gefunden, das Ganze zu bearbeiten. Ihr könnt natürlich damit machen, was ihr wollt. Drehen und wenden, wie ihr möchtet. Ziehen solltet ihr es nicht. Also soll schon die Proportionen sollten beibehalten werden. Aber das ist natürlich auch, fällt natürlich auch in den Bereich der künstlerischen Freiheit. Drehe das Ganze ein bisschen, mache einen Doppelklick auf diesen Bildausschnitt. Kann somit wunderbare Sachen machen, Collagen, was auch immer das Herz begehrt. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba, Servus und auf Wiedersehen.